So, da sind wir wieder. Zu einer weiteren Folge. Ich wollte gerade Euro-30-Monate sagen. Egal. Kisten. Wir brauchen 25 Kisten. Das heißt, wir brauchen 200 Holz. 100? 200. Jetzt haben wir 200. So, das alles. Und dann brauchen wir noch 150 Holz. So, das brauchen wir so und so und das in die Mitte. Bam. So, und jetzt kommt der ganze gute Spaß. Das alles rein da. Bumm. Geht eigentlich relativ easy. Warum haben wir jetzt über 900? Warum haben wir jetzt über 100? Das hab ich wieder falsch gemacht. Verdammt, ich brauche doch 25 Upgrades, nicht 25 Kisten. Manchmal, ne? Manchmal könnte ich mir so eine selbst reinhauen, das glaubt ihr gar nicht. Also diese Selbstverachtung, die ich ab und zu verspüre. Ja. Da kommen wir. Das Ganze, das ist echt legendär. So, hier brauchen wir jetzt, ach, die kann ja nicht stacken. So, das heißt. Ja, weil wir müssen aufpassen. Ich meine, gut, eigentlich nicht. Bei Stahlblöcken hätten wir aufpassen müssen, dass wir da niemals runtergehen. Deswegen erst einen hinzufügen, dann eine niederwertige entfernen und dann eine neue und dann, ne? Weil sonst hätte ihr uns hoffentlich die Eisenblöcke rausgespuckt. Hat das vielleicht trotzdem gemacht? Ne, sieht alles gut aus. Okay. Bei den anderen geht's eigentlich, weil die anderen sind. Obwohl. Ne, bei der anderen müssen wir eigentlich nochmal gehen. Kann ich einfach so machen und dann so hier. Einzige ist die Kiste, die zu 60% gefüllt ist. Da müsste es eigentlich auch gehen, aber ich bin mir nicht sicher. So, alles haben wir noch. Weit im grünen Bereich. Wir brauchen mehr Upgrades. Vor allem brauchen wir mal wieder einen Stauraum, wo wir die ganzen Upgrades drin lassen. Oh Gott. Leider kann man die Upgrades aber, dadurch, dass man sie nicht stacken kann, kann man sie wahrscheinlich auch nicht hier einfach reinklatschen und dann let's go. Ne, genau. Geht nicht rein. Boah, das ist echt eine Doppelkiste. Oder wir schmeißen die Dinger einfach weg. Habe ich aber offen gesagt gar keinen Bock drauf. Das heißt, wir klauen sie einfach mal, was machen wir hier? Zwei Doppelkisten, also zwei Kisten. Oh, schon wieder dunkel draußen. Und gucke mal, wo wir die hinstellen. Ich glaube, ich stelle sie erstmal hier hin. Ja. Und da feuern wir erstmal alle Upgrades rein. Alles auf dem Saugstall. So, Upgrades. 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 Kein Upgrades. Hat viel Upgrades.
So, hier sind auch nur 10%. Das heißt, auch hier kann der raus und dann alle rein. Achso, halt nicht. Ich brauche ja nur 4. Einer ist ja schon drin. Verdammt. Egal, brauche ich noch welche. So, und zwar hier. Was hast du denn für eine Nummer? Ah, ja. Hoffentlich kann er sich jetzt nicht seinen eigenen Benutzernamen überhaupt merken. So, 2 brauchen wir noch. Und schaut dann die Dinger alle. Die maximalen Upgrades drin, die gibt es auf the planet. 2%, 7%, 3%, 3%. Oh, jetzt sieht er noch am Mikriger aus. Oh Mann, ey. Wenigstens sieht das wieder akzeptabel aus. Ah, 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 so geht's. So kann man es machen. So. Ja, wohin mit den ganzen Upgrades? Das ist eine berechtigte Frage. Wollen wir die doch einfach wegschmeißen? Ich meine, können wir die für irgendwas gebrauchen? Haben wir noch irgendwo irgendwelche Dor, die wir einfach mal so random upgraden können? Hier aber auch keine. Ich meine, wir könnten halt hier gucken, ob wir hier irgendwas upgraden können. Aber ich glaube, wir haben ja auch schon ein paar manche Sachen mit Upgrades drin, ne? Ja, hier. Aber auch schon. Und trotzdem wäre das ein Viertel voll. Leck mir am Arsch. Dirt wahrscheinlich auch. Ja, dann haben wir noch nur normale Upgrades, also die 5er. Ich überlege gerade, ob wir die Kiste reinstellen. Irgendwie hier so an die Wand oder so. Oder da hinten in die Ecke. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Müssen wir hier ein so ein Panel abnehmen. Und dann müsste das funktionieren. Na gut, hier müssen wir zwei. Hier müssen wir. Das Panel müssen wir auch entfernen. Dann müsste es doch. Will es optisch passen? Ah, ist halt die Frage dahin oder in eine von den beiden Ecken? Ich würde schon fast sagen, dahin ist besser, ne? Hallo? Apropos, siehst du und du, ihr könnt beide mal. Dann können hier alle mal rein. So. Oh. Das habe ich befürchtet. Jetzt ist die Tür kaputt. Tada, geht nicht mehr zu. So, schon besser. Hier müssen alle Teile sein, genau, da ist nichts. So, so, voilà. Jetzt kommt da die ganzen Upgrades rein, ne? Weil hier in den drei Dingern können wir sie am ehesten gebrauchen irgendwann. Deswegen passt die so ein bisschen thematisch hier am besten hin. Oder wie gesagt, wir schmeißen die irgendwann weg. I don't know. War halt damals, ne, Obsidian war damals das Preiswert, wo wir rankamen. Und ja, dementsprechend. Aktuell ist aber definitiv, kommen wir überall gut ran, weil, ja. Und dementsprechend können wir auch einfach alle aus Material bauen. Drauf geschissen. Gut, hätten wir das schon mal.
Also die ist alle abgegradet. Sehr schnicke. Werkzeuge können schon mal alle zurück. Aber haben wir immer noch so viele Stöcker bei uns? Lol. So, die ganzen Upgrades, die schmeiße ich hier auch einfach mal rein. Achso, siehst du, wir haben hier noch Stuff. Fünfundzwanzig. Aber hier noch welche Barren? Ja. 35. Passt auch nicht. Oder? Doch. Nein. Doch. Oh. Wie war denn das? Gott, die 9er Potenzen. Sechsunddreißig wäre das nächste. Genau. Ja. Also, genau einer zu wenig. Leck mir am Arsch. Ach komm, einfach alle rein. Easy. Brauchen wir keine Blöcke draus machen. So. Eins müsste noch drin sein, genau. Du kannst weg. Und jetzt gehen wir mal auf eine ganz, ganz große Abholztour. Also brauchen wir auch ganz viel Essen, weil ansonsten sterben wir. Gut, wir haben ganz viel Essen. Ganz vergessen. Ist noch dunkel, das heißt, wir gehen mal pennen. Och nö, wer ist denn schon wieder drinne? Hammer Nackholm. Ich dachte, der Typ ist wieder raus. Das ist halt Überschreitung. Wer ist noch drin? Ach, Popping ist noch drin. Ah, leck mir am Arsch. Gut, dann. Wir schlafen. Oh, ein wunderschöner Tag. So. Lecko mio. So, dann geht's jetzt den drei Mammutbäumen an den Kragen. Wir können ja jetzt auch mal ein bisschen, ich überlege gerade, ob wir Bäume mitnehmen, dass wir die gleich wieder züchten können, wie so ein kleiner Berserker. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, die Idee. Außerdem können wir gleich noch ein paar von diesen Tropic Saplings mitnehmen, für den Fall, dass wir nicht genug bekommen. Dann nehmen wir einfach mal so ein paar Dinger mit. Oh, so viel haben wir gar nicht. Oh, doch, mal 45. So. Einer bleibt drinne. Und was soll ich noch mitnehmen? Ach genau, Bauernmehl. Wo haben wir Bauernmehl? Müsste wahrscheinlich noch oben in der Grünzeugkiste sein. Nope. Aha. Hätte ich ja jetzt unser Inventar schon damit voll. Kriegen wir doch wieder nichts nach Hause. Ich überlege gerade, Bommel brauchen wir eigentlich gar nicht mitnehmen, weil Bommel können wir selber herstellen. Also zumindest das Bommel. Aber da brauchen wir ja bloß Blätter und Holz. Das kriegen wir ja. Dann lassen wir das mal da. Weil da sonst ist unser Inventar gleich wieder voll hier. Das bringt ja auch nichts. Was? Hab gerade irgendwas aufgesammelt? Okay. Eigentlich kann der Scheiß hier auch mal weg. Ah, was ist hier drin? Achso. Immer noch die Sachen, die wir brauchen für Dingsabumster. Da war ja was. Wir wollten ja eigentlich Pfeffer suchen, ne? Alter, ich komme vom Hundertstel ins Tausendstel. Ist das wenigstens noch auf meiner To-Do-Liste? Ja, habe ich noch dran. Oh. Ah. So, das heißt, Essen nehmen wir mal mit. Weil wir werden eine Scheißmenge Nahrung brauchen. Beziehungsweise, du kommst noch da. So. Die drei Sachen können wir eigentlich actually hier. Ja. Kann ich actually. Wo packen wir die Sachen hin? Wir haben noch hier diese Kiste, genau hier. Schmeißen wir sie hier mit rein.
Haben wir das? Das kommt alles da rein. Wobei das ja streng genommen Block. Gut, okay, sind ja auch Blöcke hier. Okay, ja, das sieht doch ganz praktisch aus. Dann haben wir jetzt alles. Let's go. Okay, wenn du Lust hast, können wir später, wenn du die abgenommen hast, was ich jetzt machen in Senf. Klar. Warum will ich jetzt hier lang? Da muss ich rein. Ah, egal. Dann halt einmal übers Wasser. Oh, drei große Bäume. So, dann wollen wir mal anfangen. Wir fangen mal an hier. Bam. Wird das eine Scheißwelle da waren? Aber wir brauchen das Holz. Da führt leider nichts drum herum. Und wenn wir Glück haben, also wir müssen, also damit alles ideal läuft, müssen wir am Ende der Aktion immer noch 39 Saplings haben oder mehr. Dann ist alles glatt gelaufen. Wie lange brauchst du noch circa? Ui. Gute Frage. Vier Folgen, ist jetzt die vierte Folge. Vier Folgen kommen also noch. Hey, also. Ich muss ja. Hier, so. Und zwei bis drei. Obwohl, wenn ich zwischendurch noch Pause machen möchte. Zwei. Obwohl, zwei bis drei Stunden klingt trotzdem realistisch. Dann lass. Okay. Wollte klappen. So. Ganz viel Holz. Boah, Alter, das ist mal laut. Oh, schon auf Hunger. Probieren wir mal zu wissen, wo die Mitte war. Ich glaube, die Mitte müsste hier gewesen sein. Ja, genau. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel nur 5 bekommen. Oh, scheißen Dreck. Bam. Jetzt hier der nächste. Cool, bis später. Sorry für groß, BB. Aha. So. Ich glaube, ich war da, wo der Sapling hin muss. Hä? Was ist das für ein Baum? Der ist ja nur zwei breit. Was ist das für ein komischer Baum? Ist der nicht normalerweise immer 3x3? Hier so, 3x3? Aber der ist so 2x3. Was ist mit dem falsch? Hat der Lack gesoffen oder was? Achso, oder die andere Seite war einfach schon abgebaut. Das kann natürlich auch sein. Ja, und hier müsste die Mitte sein. Der Baum geht von da bis da. Das heißt, der Baumstamm gehört auch noch dazu. Zwei Saplings gerade mal. Ja, ich glaube, das mit der Bilanz können wir vergessen. Achso, der baut immer noch ab. Was baut denn der ab? Oh, der fällt. Oh, okay. Wow. Ich glaube, die beiden Kronen waren zusammen. Zu nah zusammen. Oder hier unten. Die waren zu nah zusammen. Guck mal, hier geht der Baum bis dahin. Ja, ey, Schlüssel sind immer drei. In jeder Richtung, nicht zwei.
Dann müssen wir den tatsächlich nochmal umsetzen. Dann gehört der nämlich tatsächlich nicht dahin, sondern hierhin. So viel dazu. Schwerkraft. Wir werden von Blättern erschlagen. Gut. Okay, gewachsen ist noch nix. Die brauchen ja ewig zum Wachsen, ne? So, das heißt Folgendes. Wir haben gerade mal 7 Saplings bekommen. Das ist nicht gut. Also alle drei Bäume zusammen verbrauchen 27 Saplings. Wir haben also nicht mal die Hälfte bekommen. Da, like gar nichts. Wir sind mit 39 losgegangen und haben jetzt noch 24. Ah. Toll ist aber deprimierend. Außerdem sind mir zu viele Bäume. Ich glaube, wir machen es doch woanders. Wo ein bisschen mehr freie Fläche ist. Ah, nee, sind mir auch so viele Sträucher. Unsere schönen Beete. Die habe ich vollkommen vergessen. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Gott, haben wir viele Beete. Oh, Stamina ist wieder runter. Guck mal, hier vorne haben wir noch viel Platz. Hier sieht es noch gut aus. Das müsste doch für Mammutbaum reichen. Ah ja, jetzt haben wir viele Sachen, was reinfallen kann. Ach, im Nähchen. Oh. Gut, hier haben wir auch schon mal ein großes Loch. Oh, und ich komme nicht mehr raus. Danke dafür. Okay, ich glaube, wir machen es hier. Hier ist gut. Hier ist ein schönes Plätzchen. Jawohl, ja. So, das heißt, wir pflanzen den Baum einfach mal. Alter, warum sind so viele Tiere? Was ist hier los? Wir pflanzen den Baum einfach mal genau hier. Da, an der Stelle. So, gib mal her. So, jetzt brauchen wir ganz viel. Nee, wie war das? Einfach direkt so, ne? Dankeschön. Oh, das geht doch schneller als gedacht. Not bad. So, jetzt müssen wir eigentlich alle Blätter bekommen. Können die Blätter nirgendwo auffallen? Also dort müssen wir uns mal ein Schwert mitnehmen und dann immer mit Blättern hochbauen und wieder abbauen. Hochbauen, abbauen. Kennt ihr ja das Spielchen. Apropos Spielchen, schaut euch mal den Himmel an. Wenn ich zum Berg gucke, denkt der, ich bin da in einer Höhle. So groß ist, so hoch ist der. Sehr interessant.
Ich wüsste echt gern, wie das Spiel beurteilt, ob ich in der Höhle drinne bin oder nicht. Weil wir wissen ja, dass teilweise, selbst wenn wir weit unter der Erde drinne sind, also bei minus 1000 oder so, dass selbst dann teilweise der blaue Himmel kommt. Kann es sein, dass es damit zusammenhängt, wie viel Stein auf dem Bildschirm zu sehen ist? Dass wenn ein bestimmter Prozentteil des Bildschirms mit Stein gefüllt ist, dass er dann automatisch denkt, okay, er ist unter Tage. Wobei, die kann es ja, weil der wäre ja jetzt der Tempel auch. Weil jetzt ist ja fast nichts mehr da. Oben links ein bisschen, oben rechts ein bisschen, das war's. Ne? Jetzt ist massig. Trotzdem denkt er, wir sind unterirdisch. Jetzt ist fast nichts mehr und trotzdem weiß er, wir sind überirdisch. Das ist ja suspekt. Also, es muss auch irgendwie was mit dem Kamerawinkel zu tun haben. Aber halt nicht nur. Aber jetzt zum Beispiel ist die Neigung gleich. Jetzt weiß er, jetzt denkt er aber, wir sind oberirdisch. Jetzt denkt er, wir sind unterirdisch. Irgendwie ganz kurios. Das ist Magie. Mit dem Scheiß würze ich meine Suppen. So, dann haben wir wieder ordentlich Holz. So, das war doch eine gute Aktion. Sag ich mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Stacks Holz. Gut, der eine ist noch relativ niedrig, aber 10 Stacks Holz. Kommt doch noch eine ganze Menge runter. Also schon mal wieder 1000 Blöcke Holz. Da kann man doch mit arbeiten. Das heißt, wir werden in Zukunft alles aus Dschungelholz bauen. Und da kommen wir definitiv am schnellsten ran. 4 Beweisstück A. Sieht da ja schon zerfressen da oben aus. Holla, die Waldfee. Sieht schon cool aus, wie mal alles runterfällt. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Sonst platzt unsere Holzkiste. Ich hoffe, das Zeug, was wir jetzt haben, so passt überhaupt sowieso rein. Aber es muss halt mal sein. Wir brauchen halt ab und zu mal Holz. So, habe ich auch noch genug Platz drin. Guck doch mal das an. Jetzt easy. Du warst noch da. Und wir haben tatsächlich weniger Nahrung gebraucht, als ich dachte. Irgendwie war mir so eine Erinnerung, dass es abhackt mit der Dia-Spitzhacke, weil die halt, mit der Rainbow-Spitzhacke, weil die halt so super schnell ist, super viel Nahrung verbraucht, aber gar nicht. Also gar nicht so. Das ging ja voll klar und alles so. Ne, da. Oh, 1800 Blätter. Easy. Saplings haben jetzt nur noch 27. Also das ist definitiv ein Verlust gewesen. Was soll's? Wie viel von den anderen? Ja, ganz, ganz viele. 400. Ja, wie gesagt, ich meine, wenn wir wirklich mal Saplings brauchen, weil wir keine mehr haben, können wir, wie gesagt, aus Blättern welche machen. Können wir eigentlich jetzt schon machen, ganz ehrlich. Nicht über hier so ein. So, zwei Stacks weg. Und aus dem machen wir jetzt schön Dschungelblätter. Brauchen wir am besten Schwert, damit geht es am schnellsten, Dinge abzubauen. Eine Schere haben wir nicht, ne? Ne. Wobei, eine Schere geht doch nicht. Bei der Schere bekommt man, glaube ich, keine Samen. Da bekommt man nur noch Blätter.
Ich bin der Allergrößte. Schaut mich an. Ich bin der Allergrößte. Ibims als Ronny. Eigentlich kann man in-game keine Spiel Höhenangst haben. Sonst wäre das gefährlich. Alter, wie klein auf einmal alles aussieht. Wie schön alles aussieht. Man sieht sogar hinten den Hafen. Also, wir haben gar keine Brille. Hat er nicht eine Brille? Ach nee, die habe ich mit in die Werkzeugkiste gepackt. Ach, Kacke. Verdammt. Verdammt. Das ist aber deprimierend. Was ist das denn? Denn das ist auch so eine komische Säule. Da hat doch schon wieder jemand Langeweile gehabt hier. Oh, auf eine Langeweile. Wir sollten dann mal eine Folgenpause machen. Hier ist eigentlich meine Sicht so klein. Whatever. Okay, bis zur nächsten Folge.